Willkommen bei der Comdex 2014, wo wir das Toshiba Encore 2 in der Hand haben mit einem 7-8 Zoll Bildschirm. Und zwar in der Hintergrund haben wir noch das 10 Zoll Modell. Die sind beide neu vorgestellt worden dieses Jahr und haben natürlich verbesserten Prozessor, neues Design bekommen. Und gerade für uns ist es noch nicht so toll, denn es ist noch nicht fertig, wie ihr sehen könnt. Nur hin und wieder reagiert es aufs Touchscreen. Aber ansonsten ein ganz schickes Produkt eigentlich, wie ihr hier sehen könnt. Wir haben viele Anschlüsse, wie zum Beispiel Micro-USB, Windows-Knopf, ein Kopfhöreranschluss und Mikrofon in einem. Seitlich gesehen An- und Ausschalter, Lautstärkeregler und ein Micro-USB-Kanalisator bzw. Mikrofon. Einmal so eine kleine Schlaufe, Anhänger, falls ihr es irgendwo dran machen wollen. Rückseite zwei Lautsprecher oben und hier eine Kamera drin und vorne natürlich auch eine Kamera. Wenn das jetzt hier funktioniert, können wir es gleich mal ausprobieren. Da muss ich mal kurz hier nach der Kamera-App suchen, gleich hier. Preislich sollen sie unter 200 Euro liegen. Hier könnt ihr auch schon sehen, die rückwärtige Kamera funktioniert auch jetzt schon hier wunderbar. Auch von der Geschwindigkeit her angenehm schnell. Und da kann ich auch mal kurz die andere Kamera hier verwenden, die vordere Kamera, wo ihr das Spiegelbild von mir zwar schon seht, aber mit der Kamera natürlich jetzt hier die Qualität noch ein bisschen besser. Können wir wieder zurückgehen und ja, 1280x800 Pixel Auflösung, wie ihr merkt, auch von der Geschwindigkeit her angenehm schnell, das kann man hier wunderbar drehen und natürlich mit allen möglichen Apps verwenden. Und das war es dann entsprechend auch schon hier mit dem brandneuen Toshiba Encore 2 im 8 Zoll Bereich. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht unseren YouTube-Channel zu abonnieren und wenn ihr uns zugeschaut habt.